Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Hyrule Warriors. Jetzt wollte ich schon Metro Last Light sagen. ja, in der letzten Folge haben wir den Verbannten ein bisschen gestreitelt. Aua. Weg. Bleib stehen. Und weg mit deinen Fußzehen. Und in dieser Folge fällt er dann hoffentlich auch. Ach nö. Hätte ich es mir aufgespart, wäre es besser gewesen. Zack. Das Stückchen dann noch. Dann fällt auf die Schnauze. Komm. Wenigstens ein bisschen mehr als die Hälfte. Ach, da war doch was. Jetzt dreh doch mal die Kamera, Mann. Ja, so schnell auch wieder nicht. So, wenn der da fertig ist, knall ich da voll mit der Wirbelattacke rein. Nämlich so. Bam. Oh Mann, ich brauch Herzen. Gib mir Herzen! Ich brauche Herzen! Gib mir Herzen! Nicht Geld, Herzen! Verflucht! So, nein! Und nochmal! Fette Vieh fällt. Und jetzt kriegt noch mal eine auf den Deckel. Und mal gucken, ob es überlebt. Ja. Oh fuck. Die Wahrscheinlichkeit meines Ablebens ist signifikant gestiegen. Aufgestanden, das gefällt mir nicht. Nein! Mann! Nicht normal. Kacke! Ich starte vom letzten Checkpoint, Speicherpunkt. Gespeichert habe ich aber nicht, ne? Ja, deswegen. Ich starte vom letzten Checkpoint neu. Ja, gut. Ist nicht ganz so weit zurück, aber... So, dann stell dich mal da vor uns hin und... Gehen wir mit der Wirbelattacke wieder rein. Zack. Den noch und dann den da vorne noch. Dann fällt er schon hin. Bam. Und das an Weihnachten. Nein, natürlich nicht. Ist ja noch kein Weihnachten. Hä? Aber ich meine, kurz vor Weihnachten. Heute Montag. Oder Dienstag? Weiß ich gerade nicht. Hab's vergessen. Beziehungsweise ich weiß es nicht, weil ich gerade im Voraus aufnehme und ich weiß gerade nicht mehr, wann Hyrule Warriors kommt, ob das Montag oder Dienstag kommt. Denn... ja. Eins von beiden. Der Verbande greift die Festung an. Seine magische Aura wird stärker. Ja, wissen wir schon. Komm. Schneller.
Zieh! Ich drück doch Y. Bam! Wie es ihm halt einfach die Hälfte knapp weghaut hat. Los, los, lauf! Puh, vielen Dank für deine Hilfe. So. Kriegt er jetzt noch ein bisschen auf den Deckel und dann schauen wir mal, ob wir dieses Mal überleben. Aber ich vermute schon. Wir könnten auch einfach warten, bis er bei der nächsten Festung ist und diese dann einfach wiederholen. Und wie beim letzten Mal holen wir uns auch da jetzt noch schnell den Vorposten. Und das Material. So. Der Verbannte rückt schon wieder vor. Voll drauf. Und nochmal. Dann fällt er. Das Hauptquartier darf nicht fallen. Oder das hat noch einen Fuß. Jetzt fällt er aber. Jetzt muss man erst davor. Komm, die Hälfte müssen wir schaffen. Ja. Gut. Hey, ja, jetzt so viele Gegner. Das ist ja Wahnsinn. Jetzt müssen wir immer abwechselnd auf einer Seite drauf klatschen, sonst treffen uns seine Blitze da. Wir brauchen ganz dringend... Ah, komm. Wow. Das hat aber nicht viel gebracht. So, dann gehen wir mal wieder damit rein. Weg! Weg, Link! Wow. Gut, dass er seine eigenen Leute damit auch zerlegt. Also für uns. Ich schon wieder. Fast nichts ab. Fast keine Herzen. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Ja, ich glaube, wir sollten mal da hochgehen. Der kommt nämlich gleich angelaufen. Und dann warten wir eben so lang. Derzeit können wir uns auch hier mal mit Herzen nochmal vollpumpen. Wenn denn welche da sind. Sieht aber nicht so aus. Ach man. Komm, Verbannter. Los. Ich weiß, ich könnte ihn jetzt auch noch klatschen, aber das hat doch alles keinen Zweck. Wie viel Leben hast du denn noch? Oh ja, ein bisschen mehr als die Hälfte. Auf jeden Fall sind wir hier das letzte Mal gestorben, deswegen bleibe ich jetzt auch gleich da. Oder ich kann zumindest mal da rausgucken, wie lange er denn noch braucht. Die Westartilleriefestung ist gefallen. Na komm, du willst doch hier rein. Los, los, lass mich das Ding benutzen. Ich kann eure erlesene Schmerzen. Ich kann euch für erlesene Schmerzen versprechen. Los. Die Festung ist in Gefahr, doch der Verbande bewegt sich nicht. Ja, ich empfehle die Artillerie. Ich stehe davor. Los, Feuer!
Auf ihn! Fast. Ja, nicht mehr lange. Bringt das was, wenn ich den mit Pfeilen bombardiere? Hauptquartier geht jetzt vor. Ich glaube nicht, dass das viel bringt, oder? Ja, Waka! Das war's. Lass mich weg! Wenn der umfällt. Tut weh. So, Pai geht's auch gut wieder. Und dann müssen wir uns jetzt immer noch davor bewegen. Beim Hauptquartier sind relativ viele Leute da. Diese infame Unverfrorenheit. Los, komm, ihr habt es ja nicht anders gewollt. So. Die Truppen von Shirahim starten einen Großangriff. Besiege Shirahim im Tempel des Wasserdichts. Komm, geht drauf. Der Dicke ist besiegt. Der andere Dicke ist auch besiegt. Haha. Double Kill. Mann, jetzt habe ich es verpasst. Feindliche Truppen im Osten. Wir kümmern uns darum. Und Wirbelattacke. Aua. Ich geb dich nochmal Wirbelattacke. Zack, zack, zack. Okay, dann machen wir es eben mit der magischen Attacke auf ihn drauf und bam. Gestochen scharf. Jetzt kommen da schon wieder welche. Wollt ihr mich verkackeiern oder was? Bam, 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 bam. Das ist immer ganz cool, wenn sie beide nebeneinander stehen. Kriegen sie nämlich beide noch den Deckel. Nein, zu weit weg. Fuck. Schon wieder. Den Moblin, den mobblichen Goblin. Na komm, du mobblicher Goblin. Ja, du bist auch gleich Schnee von gestern. Apropos, liegt bei dir Schnee? Bei mir nicht. Leider. Ich hätte gern wieder Schnee zu Weihnachten. Aber ich glaube, das wird dieses Jahr nichts. Schade. Aber kann man nichts machen. Außer sich eigenen Schnee produzieren. Aber das ist gar nicht so leicht. Schon mal probiert? So, ich kämpfe mir eigentlich schon wieder gerade nur einen kleinen Weg dadurch. Ich weiß gar nicht, ob das so sinnvoll ist, eigentlich so viele Festungen zu klauen. Aber ich denke mal schon, oder? Je mehr Leute wir haben, desto weniger fallen wir auf uns. Und eventuell kriegen wir dadurch ja auch wieder eine neue Waffe. Ein Vorpostenhauptmann.
Die sind immer ganz schnell weg eigentlich. Das gefällt mir. Das Hauptquartier ist an die Truppen von Shirahim gefallen. Haben wir jetzt verloren? Supi. Ich glaube, wir haben verloren. Ja. Ganz toll, ganz toll, ganz toll. Wie lange hätte ich denn da unten stehen bleiben sollen? Sag mal. Okay, wir gehen zum letzten Checkpoint. Der ist hier unten und dann speichern wir doch mal. Sicher ist sicher. Gut, ja, dann bleiben wir halt eben hier unten. Kümmern uns erstmal ein bisschen darum, dass die nicht wieder fallen. Viel zu viel Action hier. Aber ich muss sagen, die Wii U kommen da echt gut hinterher. Ich hatte bis jetzt eigentlich, glaube ich, noch keine FPS-Einbußen. Zumindest ist mir nichts aufgefallen. Okay, wenn ich es jetzt so genauer angucke. Ein bisschen Lags. Ach komm jetzt, fall um. Mag nicht mehr. Ist mir auf dem Sack. Was wollt ihr alle hier? Push jetzt. Alle Mann weg. Das ist unsere Festung. Meine Festung. Drei Level schon gemacht in diesem Ding hier. Und wieder eine Wirbelattacke. Und noch eine Wirbelattacke, weil sie schon wieder aufgeladen ist. Bam, bam, bam. Den dicken Moblin auf dem Arsch. Ich komme nur leider nicht hin. Hey, du sollst den anderen angucken. Mann! Ich komme bei diesen schnellen Kämpfen einfach mit der Steuerung nicht hinterher, mit der Kamerasteuerung. Mir scheint, du bist ein wahrer Held für Guru. Weg, du Digga. Und tschüss. Jetzt lebt er immer noch. Ja, jetzt aber. Ich weiß nicht, wie viel wir noch klatschen müssen, dass das endlich mal aufhört. Aber es werden immer mehr und ich glaube, das hört auch nicht auf. Bam, bam, bam. Komm, mobblicher Goblin. So, der mobblicher Goblin ist weg. Den anderen mobblichen Goblin erreichen wir mit unserer Wirbelattacke. Was ist ein Herz? Jetzt lebt der mobbliche Goblin immer noch. Was hat denn der drauf?
Mann. Lasst mir doch endlich meine Ruhe. Also langsam macht's keinen Spaß mehr. Ich komme hier ja einfach nicht weg, weil unser Hauptquartier einfach sich nicht einnehmen lässt. Weil einfach dauerhaft neue Leute kommen. Aber mal gucken, vielleicht kriegen wir es ja jetzt noch gebacken, wenn wir da ein paar mehr zerlegen. Das kann ja echt nicht angehen. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich sagen soll. Mich nervt einfach nur noch. ...1250 KOs. Und wieder mal voll in die Menge. Es dürften aber langsam keine mehr da sein. Ja, ja, es werden weniger. Wahnsinn. Aber da kommt schon wieder. Da kommt schon wieder eine ganze Horde. Oh. Machen wir es halt so. Mal was anderes. Bleib draußen! Das ist so langweilig. Lieber mitten rein. So, wir klatschen noch den Vorpostenhauptmann und dann sind wir mit dieser Folge auch schon wieder am Ende angelangt. Wir sind nämlich schon wieder ja, ein paar Minuten drüber. Und ich möchte ja eigentlich immer gleich lange Folgen schaffen. Nicht immer so unterschiedlich lang. So, wir rennen nochmal kurz da zurück in unsere Hauptfestung und schauen mal, ob da jetzt... Nee. Wird immer noch nicht besser. Aber gut, das war's für diese Folge. Ich speichere noch schnell und wir sehen uns dann in der nächsten wieder. Bis dahin. Tschüss.